1868 in Güstrow. Es herrscht ein friedliches Miteinander in der Stadt. Anlaufpunkt am Abend ist der Ratskeller auf dem Marktplatz. Dort treffen sich Bürgermeister, Ratsherr und andere Bewohner. Kurze Zeit später wird die Feuerwehr benötigt. Diese Szenerie wurde von Mitgliedern und Freunden der Bützower Feuerwehr am Freitagabend dargestellt. Frank Dreyer gehört seit 1994 in Bützow dazu und hatte am Freitag die Moderation übernommen. Auf alle Fälle erstmal ein Dankeschön an die Güstrower. Wir arbeiten seit Jahren als Feuerwehren zusammen. Sie haben Jubiläum, sie haben uns bei unseren Jubiläen unterstützt. Wir haben gesagt, als Geschenk machen wir diese Übung hier. Wir werden das Leben um 1868 haben hier. Und es wird hier irgendwas passieren. Also sie werden, ich sag's mal, einen rausschmeißen, der sich in der Kneipe nicht benehmen kann, und der wird nachher züngeln. Und wir werden dann, wie gesagt, vom Wasser, vom Ledereimer bis zum modernsten Löschfahrzeug die Brandbekämpfung zeigen. Das freute die Kameraden der Feuerwehr natürlich, aber auch zahlreiche Schaulustige hatten sich eingefunden, um dem Schauspiel zu folgen. Tatsächlich wurde gezündelt, erst qualmt es und kurze Zeit später steht eines der Häuser in Flammen. In der Zeit der Gründung der Feuerwehr war die Wasserschlüpe gang und gäbe. Bauern waren damals verpflichtet, dieses Wasser anzuliefern. Doch mit Eimern war dem Feuer nicht wirklich Herr zu werden. Zumal, wenn einer der Eimer mehrere Löcher hat. Da geht einfach nichts vorwärts. Also ging es weiter mit der pferdebespannten Randdruckspritze. Mindestens 8 Leute waren dazu nötig, um die Spritze tatsächlich bedienen zu können. Hier mussten viele mit anfassen. Am Freitag wurden dafür auch Freiwillige aus dem Publikum geholt, um zu pumpen. Es durfte aber damals nicht vergessen werden, diese Randdruckspritze anzugießen. Erst dann floss auch tatsächlich das Wasser. Es folgte das S4000-Fahrzeug, das 1967 in Zwickau gebaut wurde. Noch bis zum Jahr 2000 war dies im aktiven Dienst. Das Tanklöschfahrzeug W50 konnte bereits 2000 Liter mit sich führen. Letztlich folgte das HLF 2016, das modernste Fahrzeug, was in der Güstrower Wehr im Moment genutzt wird. Die Kameraden konnten mit dieser Technik dann letztlich auch den Brand löschen. Der Güstrower Wehrführer Markus Parschen freute sich über diese Schauübung. Das Besondere ist, das ist unser erstes Geschenk dieses Jahr zum Geburtstag, muss man sagen. Die Feuerwehr Bützow mit ihren Freunden und benachbarten Wehren haben uns heute diese Schauübung geschenkt. Und wir wollen das Geschenk gerne weitergeben und geben das den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Güstrow. Wir sehen auch die komplette Technik, die auch in Güstrow gefahren ist, früher. Und darüber freuen wir uns ganz herzlich. Und wir haben das Ganze verpackt in einen netten Film mit Moderation und Kostümen, wie Sie sehen. Ich bin gespannt, was das wird. Die Schauübung war ein weiterer Höhepunkt zum 150. Geburtstag der Güstrower Feuerwehr. Viele der derzeit 124 Mitglieder waren vor Ort. Diesmal wurden sie also nicht zu einem Einsatz gerufen, sondern demonstrierten, welchen Sprung die Technik in den vergangenen 150 Jahren gemacht hat. Die Höhepunkte sind aber lange noch nicht zu Ende. Nach der Fahrzeugparade am Sonnabend folgt schon im Juli ein weiteres Highlight. Im Juli fangen wir an mit unserer Ausstellungsreihe. Das bedeutet, wir haben in der Wollhalle eine längere Ausstellung, wo wir auch 3 Vorträge halten werden. Der ehemalige Wehrführer, Kamerad Hagemann, dann mein Vorgänger, der Kamerad Möller und ich als amtierender Wehrführer werden dort jeweils Vorträge halten, über die jeweiligen Epochen auch wieder. Und interessierte Besucher sind natürlich herzlich eingeladen. Das wird die nächste Möglichkeit, mehr über die Geschichte der Feuerwehr in der Barlachstadt zu erfahren. Die Güstrower können sich darüber informieren und die Stadt kann sich glücklich schätzen, dass die Kameraden immer wieder parat stehen, wenn sie zu einem Unfall oder Brand gerufen werden.